In dem vorherigen Video hatte ich meinen ZoneStar 3D-Drucker in einen Plotter umgewandelt. Der nächste, in diesem Video gezeigte Schritt ist die Verwendung als Matrix-Drucker. Der Unterschied liegt dabei im Wesentlichen in der Software. Plotter ziehen Linien von einem Anfangs- zum Endpunkt. Matrixdrucker fahren eine Fläche zeilenweise ab und setzen einzelne Punkte in dem vorgegebenen Raster. Somit lässt sich mit dem ZoneStar der Unterschied zwischen Vektor- und Rastergrafiken schön veranschaulichen. Mit der Ausbaustufe als Plotter funktioniert die Maschine problemlos auch als Matrixdrucker. Hier verwende ich einen Filzstift, der Punkte mit einem Durchmesser von etwa 4 mm setzt. In der so zu Papier gebrachten Grafik ist die Rasterung deutlich zu erkennen. Die Bildvorlage besteht aus 60×37, also insgesamt 2220 Pixeln. Es werden nur die schwarzen Pixel der Vorlage, hier mit einem grünen Filzstift gedruckt, was immerhin noch 376 Pixel sind. An jedem dieser Pixel muss der Stift abgesenkt und wieder angehoben werden. Die Z-Achse des 3D-Druckers wird über Spindeln mit einer Steigung von 2 mm angetrieben, womit für einen Hub von 10 mm insgesamt 5 Umdrehungen ausgeführt werden müssen. Selbst mit dem hier eingestellten Wert für die Beschleunigung geht für das Absetzen und Wiederanheben mehr als eine Sekunde ins Land. Bei 376 Pixeln ergibt sich eine Gesamtzeit von mehr als 6 Minuten nur für das Absetzen und Anheben des Stifts. Der gesamte Druckvorgang hat etwa 8 Minuten gedauert, das muss schneller gehen. Ein erster Gedanke war, die Pixel mit Hilfe eines Relais zu setzen und die Lüftersteuerung zu verwenden, um die Spule ein- und auszuschalten. Das Relais bewegt dabei ein Stück Draht, das in ein Farbreservoir eintaucht, auf und ab. Das funktioniert prinzipiell, hat aber einen Nachteil. Ohne Änderung der Firmware ist es nicht möglich, das Relais mit einer wirklich hohen Frequenz zuverlässig anzusteuern. In einem vorangegangenen Video habe ich die Funktionsweise anhand eines Eigenbaudruckers demonstriert. Der Ansatz, den ich nun verwende, ist weitaus simpler. Ich habe das Absenken und Anheben des Stifts an dem Plotterumbau geändert, wozu lediglich 3 weitere Teile zu drucken waren. Neben 2 Stücken M4er Gewindestange wird ein zweiter Schnellverschluss für den Teflonschlauch der Filamentzufuhr an dem neuen Bauteil verschraubt. Der Filzstift wird nun über einen Hebel angehoben. Dass der Hebel zu weit bewegt wird, verhindert ein Stopper. Der Hebel wird über den Extrudermotor angetrieben. Wird das Filament vorgeschoben, so drückt dieses auf den Hebel und der Stift wird angehoben. Wird das Filament wieder zurückgezogen, so senkt sich der Stift, der Schwerkraft folgend. Durch die Hebelwirkung genügt eine Bewegung des Filaments um nur etwa 4 mm, um den Stift um 15 mm anzuheben. Wird die Vorschubgeschwindigkeit des Filaments erhöht, so kann der Stift in einer Sekunde etwa 4-mal abgesetzt und wieder angehoben werden. Damit sich tatsächlich was bewegt, muss das Hotend auf mindestens 170 Grad Celsius geheizt werden, ansonsten ignoriert die Firmware jegliche Befehle zum Filamentvorschub. Die zweite Version des Hebels ist etwas breiter, womit der Filamentstrang eine größere Trefferfläche erhält. Mit der neuen Mechanik zum Anheben und Absetzen des Stifts lässt sich auch der Plotter-Modus deutlich beschleunigen. Im vorherigen Video hat der Plot meines bunten Maker-Tux noch etwa 20 Minuten gedauert. Nun ist der Plot schon nach 11 Minuten abgeschlossen. Im Matrix-Drucker-Modus macht sich die Umrüstung ebenfalls bemerkbar. Die zuvor gezeigte Grafik ist nun in nur etwa 4 Minuten abgeschlossen. Wer schon einmal einen 2D-Drucker verwendet hat, weiß, je höher die Auflösung, umso besser die gedruckte Grafik. Hier verwende ich Stifte, die Punkte in einem Raster von 1 mm setzen.
Die 69x83 mm große Grafik besteht somit aus 69x83 entsprechend 5727 Punkten. Im ersten Durchgang werden die 2382 schwarzen Punkte gesetzt. Zu sehen ist, dass keine geschlossenen Farbflächen entstehen, da der Punktdurchmesser kleiner als 1 mm ist. Die Grafik wird zeilenweise von links unten nach rechts oben aufgebaut, so wie die Daten in der Bitmap-Datei gespeichert sind. Von einem Perl-Skript werden die Farbpunkte der zugrunde liegenden Bitmap in G-Code-Befehle umgesetzt, welche der 3D-Drucker, der jetzt als 2D-Drucker fungiert, verarbeiten kann. Mehr Infos zur Software gibt's auf meinen Seiten. Im zweiten Durchgang hämmert die Maschine die orangefarbenen Punkte aufs Papier. Dabei wird der Stift 807 Mal abgesenkt und wieder angehoben. Zu sehen ist, dass die Spitze des Filzschreibers durch das Hämmern aufs Papier schon deutlich gelitten hat. Eine weiche Unterlage unter dem zu bedruckenden Papier sollte gut für die Lebensdauer der Stifte sein. Die letzte verwendete Farbe ist Blau. Hier werden lediglich 22 Punkte für die Pupillen des Pinguins ergänzt. Der Auftrag ist nach etwa 10 Minuten fertig. Das Punktraster ist deutlich zu sehen, die Grafik versprüht den Charme aus den Anfangstagen der Computertechnik. Mir gefällt's. Im nächsten Durchgang habe ich die Punktedichte erhöht. Die Grafik besteht nun aus einer Vorlage mit 124x146 Pixeln. Ferner habe ich den Punktabstand auf 0,6 mm verringert, es ergeben sich somit etwa 42 Punkte pro 25,4 mm, entsprechend einem Inch. Mit dem kleineren Abstand verbleiben keine Freiräume mehr zwischen den einzelnen Punkten, Flächen werden recht gleichmäßig mit Farbe versehen. In schwarzer Farbe setzt der Drucker in der hohen Auflösung 3981 Punkte. Der orangefarbene Stift wird für die Grafik 2571 Mal auf das Papier abgelassen. Die Geschwindigkeit dieses Druckers ist nicht exorbitant, man kann den zeilenweisen Aufbau der Grafik entspannt beobachten. Es handelt sich hier nicht um ein Projekt zur Massenproduktion von Grafiken, der Lehr- und Lerneffekt steht im Vordergrund. Schließlich werden die blauen Pupillen mit nun 80 Punkten gedruckt. Wer gerne Maschinen bei der Arbeit zusieht, wird diesen Matrixdrucker lieben. Bis der letzte Punkt gesetzt ist, sind 27 Minuten ins Land gezogen. Das erste Ergebnis ist der Tux im Entwurfmodus. Das Punktraster ist klar zu erkennen. Ferner ist zu sehen, dass der orangefarbene Stift offensichtlich nicht genau in das Punktraster des schwarzen und blauen Stifts passt, die Flächen sind etwas nach unten verschoben. Grund dafür ist unter anderem die krumm gehämmerte Spitze des Filzstiftes. Per Software kann dieser Versatz korrigiert werden, Tintenstrahldrucker führen nach einem Patronenwechsel aus ähnlichen Gründen eine Kalibrierungsroutine aus. Der Tux in hoher Auflösung ist auf der Papieroberfläche wesentlich klarer zu erkennen. Dafür ist die Druckzeit auch deutlich höher und es wird mehr Tinte verbraucht. Das Hämmern auf die harte Oberfläche hat noch einen weiteren negativen Effekt. Besonders die Tinte des orangefarbenen Stifts hat sogenannte Satellitentropfen gespritzt. Wie Matrixdrucker funktionieren, ist auch an der Grafik in hoher Auflösung bei genauer Betrachtung auszumachen. Mir gefällt's. Neben Papier lassen sich natürlich auch andere Oberflächen bedrucken. Hier habe ich ein T-Shirt eingespannt. Für die Grafik verwende ich wieder die großen Filzstifte mit permanenter Tinte im 5mm Raster. Die Farbe ist nicht optimal, da die Punkte auf dem Stoff sichtbar verlaufen, es handelt sich hier um einen ersten Versuch. Die Glasplatte befindet sich im Innern des T-Shirts und ist mit gedruckten Halterungen um 20 mm angehoben montiert, damit der Rest des T-Shirts darunter passt.
Damit die Stifte beim Drucken nach wie vor unter die geparkten Stifte passen, musste ich die Halterung am oberen Rahmen ebenfalls etwas erhöhen. In den 3D-Dateien zum Drucker habe ich die Halterung geändert, womit die M10er Muttern, die ich als Distanzstücke verwende, nicht benötigt werden. Wer künstlerisch begabter ist als ich, und das ist zweifellos der überwiegende Teil der Menschheit, kann sich im Dot-Painting austoben. Die Dateien für den Umbau des 3D-Druckers und die von mir verwendete Software gibt's wie immer auf meinen Seiten als Download. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!